Ja, aber ohne das Hintergrund schaut, da bin ich sicher, dass sie einig sind. Jetzt haben sie sich geeinigt. Ja. Ansonsten hätten wir ja noch einen Flugleiter da, der ja, auch noch was entscheiden darf. Richtig, ja. Der setzt sich gerade den Hut auf. Ja. Den machen wir auf. So, jetzt, ab geht's. Nein, pass auf. Zuck, zuck, zuck. Ja, Heckmotorausfall. Ja, testen, ob alles geht. Wind steht reizvoll daneben. Nehmen wir mal die Hände auf die Kante. Da muss aber mal wieder sagen, dass ich beeindrucken, was der Hendrik da rumknübelt. Ganz weit oben zu besiedeln. Ja, da kann man schon nicht mehr hören. Da kann man mir nur angucken. Er denkt auch eigentlich gar nicht mehr was an. Weil wenn du da anfängst zu denken, dann liegst du schon mit dem linken Boden. Bei den Nadelhörern gibt es sehr, sehr viele Übungen dazu. Sehr, sehr viele Simulator fliegen. Ja, das ist jetzt nicht bei einem Simulator in der Höhe. Auch in der Luftbereich ist es sehr wichtig, aber die Kostenerfahrung, die muss man wirklich gut da wenn man sich nicht anstellen kann, ja, wo man sich den nehmen muss, was man hat. Die Wolke ohne eine Wolke. Aber es ist traurig, dass man nicht eine Wolke hat. Da gucken wir eine ganze Reihe, ganz entfernt. Ja, nein, nein. Das ist auch nur für den Kopf zu nutzen. Ja, das ist ja. Ja, wir waren jetzt super breit. Sogar 3000 Drehung-Oberspeed nennt sich das ja. Wie nennt sich das? Naja, halt dieses Hochdrehen da eben. Von uns bin ich nie noch drauf, aber es wird gemacht. Ja, ja, ist so. Das ist ein Leben, ja. Nur manche Dinge darf man einfach nicht nachdenken. Die muss man einfach so hingeben. Ist der Heckmotorausfall? Ist der Tief immer noch? Ich steh da und bin mit dem Kopf, was alles hier ist. Akku alle, sauber landen und gut. Danke dir. Ja, Spaß. Ja, top.